Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Täglich grüßt der Hundetrainer. Ich habe mir gerade einen Kaffee geholt, habe mir einen Parkplatz organisiert. Ich habe jetzt noch gute 20 Minuten Zeit. Das heißt, wir können uns über ein sehr, sehr wichtiges Thema unterhalten, das im Moment aktueller denn je ist. Die Frage kam über Patreon rein, von einem unserer Patreon-Unterstützer. Und ich möchte sie auch direkt vorziehen, weil es wirklich gerade total akut ist. Und zwar wollte die Dana wissen, wo sehe ich in meinem Job die Grenzen der Ferndiagnose? Also an welchem Punkt würde ich als Hundetrainer sagen, sorry, das geht auf die Entfernung nicht? Gute Frage. Klären wir. Los geht's. Also jetzt muss man natürlich ganz klar dazu sagen, dass das mit Sicherheit einige Kollegen anders sehen als ich. Manche werden es kritischer sehen, manche werden weniger über Fernunterstützung machen wollen, andere mehr. Aber ich glaube, die allermeisten Hundetrainer haben tatsächlich jetzt im Verlaufe des letzten Jahres durch die Pandemie, durch Schließungen, durch viele, viele andere Umstände, die damit zusammenhängen, festgestellt, dass es doch möglich ist, gewisse Themen auf Entfernung zu lösen. Ich habe mich damit vorher schon mehr oder weniger auseinandersetzen müssen, da durch den YouTube-Kanal natürlich irgendwann auch Fragen kamen, die über ganz Deutschland verteilt waren und aus dem Ausland. Und ach, da war alles möglich dabei. Von Ägypten bis hin zu Panama, Dänemark. Das sind halt alles Dinge, da ist nichts mit, komm doch mal vorbei. Das mag von München noch möglich sein. Auch das hatten wir schon, dass jemand dann über ein Wochenende vorbeigekommen ist und wir geschaut haben. Aber Ferndiagnose ist also ein akutes Thema und betrifft sehr, sehr viele Hundetrainer. Und ich glaube, viele haben da jetzt wirklich festgestellt, was möglich ist. Die Frage also, wo ist die Grenze, drängt sich auf und ist sehr gut. Ich will das jetzt nicht unbedingt an Thematiken festmachen. Also ich will jetzt nicht sagen, dieses Thema kannst du auf gar keinen Fall auf Entfernung lösen. Aber es wird Themenbereiche geben, wo es deutlich schwerer ist. Und darauf wollen wir eingehen. Gehen wir mal ganz kurz darauf ein, was ich als Ferndiagnose überhaupt betiteln würde. Wenn mich jetzt zum Beispiel ein Kunde oder jemand, den ich kenne, wo ich den Hund kenne, fragt, hey Dirk, ich habe jetzt folgendes Problem mit Hasso, was könnte das sein? Und ich kann sowohl Mensch als auch Hund einschätzen, dann würde ich das jetzt nicht als Ferndiagnose titulieren, sondern das ist, da gibt es halt mal eine Sprachnachricht zu dem Thema oder so. Ne? Also es ist wirklich, wirklich stark davon abhängig, mit wem ich da kommuniziere. Es gibt auch Hundehalter, die kenne ich, da habe ich den Hund vielleicht einmal gesehen, zum Beispiel rund um Weihnachten, also letztes Jahr haben wir viele Termine gemacht, das war die Zeit, wo ich da auch in die Hand gebissen worden bin, haben wir viele Termine gemacht, um die Hunde und die Halter kennenzulernen, aber da habe ich die einmal gesehen, dann würde ich jetzt noch nicht sagen, ich kenne die. Wenn die mich was fragen, ist das mehr oder weniger Ferndiagnose. Also worauf ich hinaus will, jemand, den ich kenne, im Umgang mit seinem Hund, würde ich sagen, das ist jemand, der ja, einige Male bei mir in der Gruppenstunde aufgetaucht ist, mit dem ich vielleicht mal spazieren gewesen bin, 2, 3, 4, 5 Mal, also den ich mehr als nur einmal gesehen habe. Ich muss den Umgang vom Menschen mit dem Hund gesehen haben und ich muss so ein bisschen das Gefühl dafür haben, welcher Charakter steckt im Menschen und im Hund. Ja? Dann kenne ich die und dann kann ich da vielleicht ein bisschen was zu sagen. Das würde ich sagen, klammern wir aus, das ist nicht Ferndiagnose. Ja? Es gibt noch so einen Sonderfall, wenn mich Leute anschreiben, die vor 2, 3 Jahren mal bei mir im Training waren, auch das gibt es, die dann sagen, hier, das und das ist passiert. Gerade akut hat ein Hund einen Menschen gebissen und ich habe die 2 Jahre nicht gesehen. Da kann ich nichts mehr zu sagen, ne? Weil in den 2 Jahren kann so viel passiert sein, gerade wenn es junge Hunde sind. Und das ist tatsächlich dann wieder der Fall, wo ich sagen würde, Ferndiagnose. Alles andere, wo Menschen mich fragen, hey, ich habe mal folgende Frage und ich kenne die gar nicht. Das ist nicht nur Ferndiagnose, das ist, ich würde sagen, Fremddiagnose. Weil wenn ich keine Ahnung habe, wer mir da gegenübersteht, am besten noch nur ein Internetnamen, mit dem ich gar nichts anfangen kann, von dem ich auf nichts schließen kann, kein Foto, kein gar nichts, dann ist das einfach nur Raten. Ja? Dann ist meistens auch das Thema fast egal. Das, was ich dann da oft mache, ist, dass ich sage, als Beispiel, mich schreibt Hundehalter 4711 an und hat im Profil nur ein Bild von seinem Hund. Dann könnte das 15-jähriges Mädchen sein, das könnte ein 80-jähriger Mann sein, das könnte alles sein. Das könnte jemand sein, der 1,5 Meter nur groß ist. Es könnte auch ein 2,5 Meter großer Schrank sein. Also ihr versteht, worauf ich hinaus will. Da ist es dann so, dass ich je nach Thema entweder sage, okay, pass auf, das ist schwierig, kann ich so nicht sagen, aber guck mal, ich habe das, das und das schon mal aufgegriffen in Videos, vielleicht hilft dir das. Wenn es etwas Komplizierteres ist und ich nicht helfen kann, dann sage ich das auch. Dann sage ich, du, mit den Informationen, die ich von dir habe, kann ich nichts anfangen. Ich brauche entweder mehr Informationen, damit ich dir potenziell helfen kann. Oder aber ich sage ganz klar, sorry, aber das ist nichts, was man über Ferndiagnose löst.
Und jetzt kommen gleich die Themen, wo ich wirklich dann immer ein ganz dickes Ausrufezeichen hintermache. Wenn ich ein bisschen mehr nachfrage, dann will ich immer wissen, wer bist du, wie alt bist du, wie viel Erfahrung hast du, was hast du für einen Hund, wie läuft es sonst im Alltag, ist er nett, schlachtet er den Nachbarn? Ja, ich frage dann immer so ein paar Sachen. Und wenn ich kann, dann gebe ich ein, zwei Tipps. Aber ganz, ganz oft, selbst wenn ich Sachen frage, kommt irgendwann du, sorry. Das könnte alles Mögliche sein, ja, weil da müsste ich sehen. Die Themen, bei denen ich fast immer sage, das ist nichts über Ferndiagnose, sind mehrere, aber die Hauptthemen sind Aggression. Da sage ich immer direkt, du, sorry, wenn der auf andere Hunde oder Menschen losgeht oder vielleicht sogar schon mal was passiert ist, solltest du nicht im Internet jemanden fragen, wie du das löst. Dann solltest du dir jemanden holen, der deinen Hund kennenlernt, weil mir das nicht hilft, wenn du sagst, du hast einen Schäferhund-Mischling. Ja, das kann halt ein Schäferhund sein oder irgendwas, das aus dem Ausland kommt, das aussieht wie ein Schäferhund. Also, Aggression sage ich immer, sorry, mache ich nicht auf Entfernung. Trotzdem frage ich dann ein, zwei, drei Dinge und versuche den so ein bisschen in die richtige Richtung zu kriegen und zu sensibilisieren, was ich denke. Ne? Wo ich sage, okay, pass auf, das könnte wirklich was Ernsteres sein. Such dir jemanden, der Ahnung hat. Das ist kein Hundetrainer für 30 Euro. Der wird es wahrscheinlich nicht lösen können. Ja, sondern da musst du ein bisschen genauer suchen. Guck in sozialen Medien. Lass dich von anderen Leuten aus deiner Gegend beraten, wo sie waren. Und lass dir sagen, welche Hundeschulen gut sein könnten. Frag auch ganz gezielt nach, hey, sorry Leute, ich hab einen Hund, der hat meine Nachbarin gebissen. Kennt ihr jemanden, der sich mit dem Thema auskennt? Wenn dann einer kommt mit die Happy Dog School, die machen ganz tolles Klickertraining, das ist wahrscheinlich dann nicht der Richtige. Sorry, wenn jetzt einer von euch bei der Happy Dog School ist, es war nur irgendein Name. Ja? Also Aggression sage ich ganz oft, nee, sorry, such dir jemanden vor Ort oder komm vorbei, damit ich deinen Hund kennenlernen kann und dich kennenlernen kann. Das zweite ist Angst. Angst aus dem Grund, weil Angst und Unsicherheit. Aus dem Grund, weil das so ultra komplex ist. Da hängt so extrem viel vom Charakter der Menschen und der Hunde ab, dass es ganz schwierig ist, das zu lösen. Muss jetzt mal langsam losfahren. Bei Angst und Unsicherheit sage ich auch ganz oft, nee, du, das ist nichts für Entfernung. Und der dritte Themenkomplex, wo ich das oft sage, sind so grundlegende Standard-Erziehungsdinge. Ein Beispiel, mein Hund zieht so doll an der Leine oder hört im Rückruf nicht auf mich, geht jagen und so. Das sind so die, ich sag mal so die Top 3 oder 4 der gesuchten Hundebegriffe. Leinenführigkeit, Welpe beißt mich, Jagdverhalten. Das ist nichts, was man aus dem Internet lösen kann. Sorry, weil wenn das der Fall wäre, würden die mich nicht fragen. Dann hätten die 3 Bücher gelesen oder im Forum sich mit Leuten ausgetauscht oder bei Facebook was gefunden und dann wäre das Thema gegessen. Das ist es aber meistens nicht, eben weil das so komplex ist, eben weil das nicht so einfach ist. Eben weil ganz, ganz wichtig ein Faktor damit reinkommt, den man auf Entfernung und auch über ein Buch nicht vermitteln kann und den man nicht beurteilen kann. Und das ist der generelle Erziehungsstand und vor allem der Umgang des Halters mit dem Hund. Wenn ich den Alltag null beurteilen kann, wenn ich nicht sehe, dass die schon ein Problem haben, alleine einen Sitz durchzusetzen, nur weil auf der anderen Seite der Wiese ein Hund steht, dann brauche ich mir keine Gedanken darüber machen, wie ich ein Jagdverhalten löse. Ja? Die Grenzen bei Ferndiagnose und Ferntraining sind also wirklich, ja, die sind schnell erreicht, wenn es jetzt nicht darum geht, okay, mein Hund kommt schlecht zur Ruhe oder so. Ja. So, jetzt bin ich wieder runter von der Autobahn, jetzt hört ihr mich auch wieder. Da fällt mir gerade dazu parallel noch ein weiteres Thema ein, bei dem ich fast nie auf Entfernung helfe. Und das ist das Thema alleine bleiben. Ja. Sowohl Angst als auch Unsicherheit, als auch das Thema alleine bleiben, das ist so ultra komplex. Da sind einfach so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, dass eine Ferndiagnose und ein Ferntraining oftmals nicht hilft. Was ich wohl mache, ist, dass ich in den Situationen Tipps gebe. Ja. Also, um das zusammenzufassen. Ich biete kein Ferntraining an. Ich werde da tausendmal nachgefragt. Und ich sage jedes Mal, boah Leute, ich habe da echt Bauchweh mit und so. Wir haben das ja auch mal gemacht mit Stream und mit Unterhalten und so. Und wenn ich mich mit den Leuten unterhalten kann, dann geht's ja noch so ein bisschen. Aber trotzdem ist das Ganze dann immer noch, ja, ist nicht so richtig cool. Also, weil, ganz einfach, das kann kein auf die Person und den Hund zugeschnittenes Training sein. Das kann kein guter Trainingsplan sein. Das sind also allerbestens Tipps und Anregungen. Nichts anderes als die TGHs ist das. Weil ich gebe halt einfach meine Meinung und ein paar Tipps dazu und vielleicht habe ich ein paar mehr Informationen und gebe dann den einen Tipp ja und den anderen nicht oder so. Aber der wichtigste Faktor, um wirklich ein effizientes und gutes Training für den Mensch und den Hund gewährleisten zu können, ist tatsächlich, den Mensch und den Hund gesehen zu haben.
erlebt zu haben, die mal in Interaktion gesehen zu haben. Das sind so viele Dinge, die eine Rolle spielen. Vom Charakter über den Umgang, den Alltag, den Erziehungsstand. Wenn ich das alles nicht beurteilen kann, kann ich auch kein entsprechend gutes, maßgeschneidertes, passendes Training aufsetzen. Das funktioniert nicht. Deshalb mache ich dieses Online-Training nicht, also Online-Training. Ja. Alles, was ihr in Büchern, in Videos, egal wo, ob bei mir oder bei wem anders findet, sind Tipps, Anregungen, sind, ich sag mal, die Lösung für die Allgemeinheit. Und das funktioniert auch super für 8 von 10 Leuten, aber eben nicht für die anderen 2. Das muss man einfach verstehen, das muss man einfach wissen. Und das ist meine Grenze für Ferntraining und Ferndiagnose. Ich bin, ja, wie sage ich das? Als Beispiel, ich hatte schon Menschen vor mir stehen, selbst wenn ich die sehe, selbst wenn ich die Menschen und die Hunde sehe, liege ich manchmal noch daneben und man weiß nie, wie es läuft. Also ich hatte Menschen vor mir stehen, die sind wirklich, die waren richtig, richtig smarte, intelligente Leute. Keine Ahnung, von mir aus IQ über 150, also richtig smart und klug und haben alles verstanden und tralala. Und ich denke, Mensch, das sollte kein Problem sein. Und dann scheitert es an so Kleinigkeiten, dass die zum Beispiel das einfach nicht umsetzen können, dass die total unsicher im Umgang sind, dass das Timing furchtbar ist. Das kann alles ja noch sein. Das habe ich alles schon live gehabt. Ich habe Leute vor mir stehen gehabt, wo ich gedacht habe, wow, das ist easy, die sind smart, der Hund ist cool. Und dann war das Timing sowas von furchtbar daneben. Und wir haben das über eine lange Zeit nicht gut hingekriegt, das umzusetzen, dass es halt einfach lange gedauert hat. Ne? Sowas gibt es. Genau so gibt es aber auch den gegenteiligen Fall. Ich hatte auch schon Fälle, bei denen ich dachte, wow, das wird richtig, richtig schwer, das in den Griff zu kriegen. Das wird richtig schwer, da, ich sag mal, das Problem zu lösen. Aus verschiedensten Gründen. Das kann sein, weil ich gedacht habe, oh ja, die sind vielleicht, ohne das jetzt negativ zu meinen, sind vielleicht ein bisschen einfacher gestrickt oder so. Oder ich weiß nicht, ob die das verstehen, was ich denen sage. Weil auch das ist ja, ne, ich erkläre eine Sache auf eine Art und Weise. Das heißt ja nicht, dass das andere gegenüber das versteht, aufnimmt und umsetzen kann, ne? Geschweige denn es umsetzen zu können. Aber wir machen es mal noch einfacher. Ich hatte körperlich eingeschränkte Leute. Also ich hatte gehbehinderte Personen und ich hatte ganz zu Anfang mal einen blinden Mann. Also es war einer meiner ersten Fälle mit einem blinden Menschen und einem blinden Führhund, der nicht gut ausgebildet war. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, das wird so schwierig. Ja, auch bei dem Gehbehinderten. Ich kann mich an einen Fall erinnern, wo ich gedacht habe, boah, das wird richtig, richtig, richtig schwer. Weil der kann ja nicht mal die Leine festhalten, richtig. Also, ne, das war halt Teil seiner Einschränkung. Und ich glaube, das wird richtig schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, wir versuchen das. Ich bin dann auch immer so ehrlich und sage, du, wir müssen gucken, wie gut du das umsetzen kannst. Wir versuchen das einfach mal und wenn es nicht klappt, müssen wir uns einen anderen Plan überlegen. Und dann haben wir das angefangen und ich habe gedacht, boah, shit, die sind richtig gut, ey. Die sind richtig gut. Also, selbst wenn die Leute vor mir stehen, ist es schwierig, einzuschätzen, wie sich ein Training entwickelt. Deshalb ist ein Training manchmal auch nicht in einer Stunde machbar. Geht nicht. Ja? Sondern ich will die Person sehen. Also ein Beispiel. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, hey, mein Hund bellt andere Hunde an. Dann sage ich, okay, pass auf, wir treffen uns einmal, wir unterhalten uns eine Stunde, ich will dabei deinen Hund sehen, wir gehen eine Runde spazieren. Dieses Erstgespräch kostet bei mir einen festen Betrag und ist auch nicht so teuer. Weil da geht es wirklich nur darum, ich will dich kennenlernen, ich will den Hund kennenlernen, ich will ein paar Fragen stellen. Ich will dein Gesicht sehen, ich will die Körpersprache deines Hundes sehen, während ich dir diese Fragen stelle. Weil dann merke ich schon, wenn die so, ja, naja, wir waren halt da mal und so, und dann kann ich ein bisschen nachfragen. Und nach diesem Termin kann ich in den meisten Fällen sagen, okay, ich würde jetzt so und so anfangen. Dann habe ich ein Bild davon, dann habe ich die ein bisschen erlebt. Dann gehe ich ins Training mit denen, als Beispiel mit dem bellenden Hund, der andere Hunde anbellt und sage, pass auf, wir haben jetzt die und die Möglichkeiten, das zu lösen. 5 Stück, sage ich mal. Mir fallen jetzt ad hoc 5 ein. Mir fallen wahrscheinlich noch mehr ein, wenn ich nachdenke. Und ich würde jetzt für dich diese Variante empfehlen. Und dann gehen wir ins Training. Und wenn ich das mache, klappt das. Und dann sage ich, jetzt machst du. Und dann klappt es an dem Tag vielleicht auch noch. Und eine Woche später kommen die und sagen, du, es funktioniert nicht. Das gibt's. Und dann sage ich, okay, pass auf, warum nicht? Müssen wir uns angucken. Machen wir mal Videos. Film mir das mal. Dann gehe ich mal zum Zweifel mit denen zusammen spazieren. Und dann stelle ich fest, okay, das liegt nicht an der Methode, sondern es liegt einfach daran, dass der Mensch das nicht umsetzen kann. Warum auch immer. Dann müssen wir einen anderen Weg wählen. Ja, also ich muss das sehen. Das Wichtigste für einen Hundetrainer, meiner Meinung nach, ist das visuelle Auffassen der derzeitigen Lage, der Situation. Und dazu gehört hauptsächlich den Umgang und die Interaktion zwischen Mensch und Hund und vor allem auch der Erziehungsstand, der Sachstand. Es ist meistens nicht das Problem, dass die Leute nicht wissen, worum es geht, sondern dass sie es nicht umsetzen können. Ganz einfaches Beispiel für mich. Ich weiß, warum ich zu dick bin.
Ich weiß, wie ich abnehmen könnte, aber ich kriege es ums Verrecken nicht hin. Und jetzt habe ich mir einen Trainer dazu geholt, der einmal die Woche vorbeikommt, mit dem ich Sport mache und der mir jeden zweiten Tag in den Arsch tritt und sagt, hey, hast du das gemacht? Hast du das gemacht? Du musst das machen. Nee, denk dran, du musst das machen. Nicht, dass ich es nicht wüsste. Ich brauche Hilfe bei der Umsetzung. Und so ist es für mich auch. Ja, es ist möglich, gewisse Dinge über Ferntraining zu lösen. Aber bei den 5 Sachen, die ich gesagt habe, ist es bei mir ganz schnell am Ende und manchmal ist es auch bei Kleinigkeiten. Ich habe eine Kundin in Bonn jetzt, die fragt ständig Dinge, was auch vollkommen in Ordnung ist. Ich möchte ihnen ja helfen. Ne? Es ist ein junges Mädel, total lieber Hund und so, aber die haben halt einfach Probleme im Alltag, so gewisse Sachen umzusetzen, weil es halt auch der erste Hund ist und Corona und alles scheiße gelaufen und dann kann man nicht in die Hundeschule. Wenn die bei mir in der Hundeschule wären, hätten die Probleme nicht. Dann wären die einen Monat lang gekommen und das Thema wäre gegessen. Und so stellt sie halt immer wieder Fragen und ich habe immer wieder gesagt, ja, musst mal, guck mal, ob so und vielleicht hilft dir das. Und letztlich habe ich gesagt, weißt was, drauf geschissen, wir treffen uns jetzt und gucken uns das vor Ort an, weil es funktioniert wohl nicht. Ja. Ferndiagnose ist nicht einfach und Lösung auf die Ferne ist noch schwerer. Gerade bei Themen Aggression, da mache ich das auf gar keinen Fall, das ist einfach gefährlich. Bei dem Thema Angst und Unsicherheit, weil das einfach so ultra komplex ist und man da auch richtig, richtig Scheiße bauen kann, wenn man den falschen Weg wählt. Beim Thema Alleinebleiben und beim Thema Jagdverhalten und bei den Top 5 Themen, die so im Internet nachgefragt werden. Ja, das ist Leine ziehen, bellt andere Menschen an, beißt mich in die Finger. Ja, die Teile, die am meisten gesucht werden, werden nicht umsonst am meisten gesucht, weil man sich halt eben nicht aus dem Bauch heraus und mit den Dingen aus dem Internet lösen kann. Anekdote zum Schluss. Ich hatte mal eine Stunde, die haben mir gesagt, dass der Hund sie so feste beißt und so. Und da habe ich das versucht, über die Entfernung zu lösen. Und dann habe ich ihr ein paar Tipps gegeben. Ich sage, da musste man so. Und ne, es war ein Bulonka. Also Bulonka ist so eine kleine fällige Ratte. Es war ein Welpe. Die war 4 Monate alt. Die wog 3 Kilo. Und dann kam ich da rein. Also habe ihr gesagt, pass auf, schick mir das mal. Und ich sage schon nein. Und die schimpft dann schon und so. Und dann habe ich gesagt, also hol's mal einen dazu, der das filmt. Und dann sah ich auf dem Video, wie sie heulend auf der Couch stand, weil der Hund sie im Spiel in die Füße gezwickt hat und nein, nein, nein gerufen hat, während sie geheult hat. Und der Welpe unten um den Tisch gerannt ist und einen riesen Spaß hatte, weil für den das ein Spiel war. Also, weißt du, manchmal kriegst du es einfach über Worte nicht raus. Dann bin ich da einmal hingefahren und das ist auch alles gut geworden. Ne? Also alles in Ordnung. Man löst das dann halt schnell. Aber die Grenze von Ferndiagnose und Fernlösung ist schnell erreicht. Und deshalb mache ich das nicht. Trotz der Tatsache, dass ich es aufgrund von Corona könnte. Und wahrscheinlich vielen helfen würde, aber vielen auch nicht. Und irgendwo muss ich Prioritäten setzen. Ich hoffe, das hilft euch. Ist ein bisschen ausufernder geworden, aber ich wollte es so beispielhaft wie möglich bringen. Ich bin raus für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Genießt die Sonne. Geht raus und lasst euch von dem Virus nicht ärgern. Denkt dran, uns zu abonnieren. Diesen Kanal und auf Insta. Ciao.